Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, John Lennon hat einmal den Satz gesagt, Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu schmieden. Man könnte das Wort Leben auch durch Regieren ersetzen. Denn seit Jahren hangelt sich die Bundesregierung von einer Ausnahmesituation zur nächsten. Erst Finanzkrise, dann Flüchtlingskrise und zuletzt Corona-Krise. Und während nicht wenige von uns dachten, mit der Pandemie seien Deutschland und die Welt endlich krisengeschüttelt genug, müssen wir anerkennen, dass wir uns längst in der nächsten Krise befinden. Der russische Angriffskrieg hat mit alten Gewissheiten aufgeräumt, dass nämlich Staatsgrenzen sakrosankt sind und imperialistische Allmachtsfantasien der Vergangenheit angehören. Und er ist auch ein Beschleuniger für weitere Krisen geworden. Energieknappheit, Preisexplosion und Rezession, Rohstoffmangel und gestörte Lieferketten, Atomwaffenrhetorik und neuerliche Flüchtlingsströme künden von einer Welt, die aus der Balance geraten ist. Umso wichtiger ist es, dass jene, die Verantwortung für ihr Land übernommen haben, jetzt klug, besonnen und beherzt handeln. Doch bislang erleben wir eine Bundesregierung im Taumel. Statt effizienter Problemlösung werden wir Zeugen eines unwürdigen parteipolitischen Hickhacks, wie etwa beim Streit um die Weiternutzung der Kernkraft. Dabei erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht entschiedene, rational begründete politische Führung, die sich an der Lage orientiert. Angesichts dieses Winter der Herausforderungen setzen wir hier in Bayern umso mehr auf ideologiefreie und pragmatische Politik, die Lösungen anbietet, statt sich im Klein-Klein parteipolitischer Grundsatzdebatten zu verlieren. In dieser Ausgabe unserer Nah dran erfahren Sie, wie wir die Energieversorgung im Freistaat auf breite Beine stellen und welche Entlastungen wir für Bürger und Kommunen von Berlin fordern. Außerdem erfahren Sie, warum wir erstmals in der Geschichte unserer Fraktion einen Jugendpreis vergeben haben und mit welchen Themen wir uns auf unserer Klausurtagung in Nördlingen befasst haben. Ich wünsche Ihnen wieder viel Freude beim Lesen und Schmökern und bitte bleiben Sie gesund.